Servus, Salve und Hallo. Wir haben Mittwochabend, das ist der 19. Oktober, 17.31 Uhr. DAX spielt mit seinem Schlusskurs bei 12.746. Ich hatte am Freitag die Überschrift gemacht, das weckt Hoffnung, das hat er auch gemacht. Hat mir wirklich gut gefallen. Und das ist der Freitag. Wir sind hochgegangen und dann doch deutlicher wieder runter, haben aber nicht mehr oder die 20-Tage-Linie unterboten. Das hat mir eigentlich schon Spaß gemacht. Die 20-Tage-Linie, die gilt jetzt auch weiterhin als für mich sehr wichtiger Support, also eine Make-or-Break-Line, ja, so eine Mob-Linie. Die ist bei 12.361. Dann sind wir ordentlich hoch. Tja, und dann machen wir hier am Dienstag diesen Shooting-Star. Ich mach's mal größer. Das ist ein fieses Teil. Das gefällt mir gar nicht. Vor allen Dingen, er ist aus dem Band raus und ins Band rein. Das ist normalerweise ein recht schlechtes Signal. Also ein negatives Signal, sodass ich grundsätzlich davon ausgehen muss, vor dem Hintergrund einer, naja, ich möchte nicht sagen hohen Technik, aber noch stabilen Technik hier, aber auch schon einer überkauften Technik hier, dass wir eher nochmal Atem holen. Das war anscheinend zu schnell. Ich bin grundsätzlich noch immer der Meinung, dass wir hier diesen Bereich, das ist, ich zeige es mal, das ist dieser lange Downtrend hier vom All-Time-High, dass wir den sehen können, aber ich glaube, wir brauchen vorher eine kleine Pause, die erfrischt. Ich gehe ohne Position im Index hier auch in die Nacht rein. Es ist folgendes, ich hatte am Freitag, habe ich alle möglichen Aktien erwähnt, die ich über Aktien oder auch in Derivaten gekauft habe. Meine Lieblingsaktien, Lusta, E.ON, Commerzbank, Deutsche Bank. Das habe ich alles runtergefahren auf ein Drittel. Auto 1 habe ich verkauft, ein bisschen zu früh, war auch fett im Plus. Siemens Energy, das waren auch fast 10%, auch raus. Kering 25 Euro raus. Accor 5% raus. LVMH 30 Euro raus. Was ich noch habe, aber auch schon wieder halbiert, das ist Allianz. Die habe ich am Montag dann gekauft, so um die 170 rum. Da sind sie auch schon wieder ein bisschen besser. Und trotzdem habe ich auch die halbiert. Ich habe folgendes Problem mit dem Markt und das will ich an dem Beispiel von dieser Aktie heute zeigen. Das ist Sartorius. Das ist kein 5-Minuten-Chart, das ist ein Tageschart. Das hier sind nach aktuellem Stand 18,53%. Die haben Zahlen gebracht, die waren nicht so toll und dann werden die dementsprechend runtergeprügelt. Bei der Auswahl meiner Scheine, die nachher kommen, suche ich ja momentan welche, die relativ nah dran sind. Der Hintergrund, das ist ein super Beispiel dafür, der Hintergrund ist der, angenommen, ihr habt jetzt hier den Mut gehabt, bei 360 das Ding zu kaufen und es steigt und ihr freut euch und da geht es fast auf 400 bei 394. Und dann sagt ihr, oh, ja, der Schlegel sagt, man soll auch mal einen Stopp reinlegen, legen wir den mal zum Einstand, hier hin, ja, bei 360, ich spekuliere jetzt, ja, das könnte so ein Fall sein. Wenn der ausgelöst wird, dann wird er nicht hier gestoppt. Das ist dann irgendwo bei der Geschwindigkeit irgendwo hier. Und dann habt ihr den sogenannten Doppelpop. Das heißt, ihr habt hier einen Gewinn gehabt, den gebt ihr her und macht einen Verlust. Und das ist unangenehm. Das ist also wirklich also von der Psyche her so ziemlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Deswegen gehe ich mit meinen Scheinen näher ran. Also jetzt, da hätte ich jetzt so einen Schein genommen, hier. Hätte mich gefreut, wenn der hochsteht. Aber hätte er noch bis maximal die Basis hier verloren. Der Rest wäre mir egal gewesen. Blöd, aber hilfreich. So suche ich halt immer die Scheine aus. Zurück zum DAX. Also, grundsätzlich, die Möglichkeit besteht, dass er hier hochgeht. Ich glaube allerdings, dass wir erst eben diese genannte Pause brauchen. Das ist eine wichtige Marke, die 20-Tage-Linie bei der heute 12.361. Wenn wir da drunter gehen und schließen, muss jeder Long sofort raus erstmal, weil wir dann noch eine Reise weiter nach unten machen und uns vielleicht hier noch ein weiteres Standbein abholen. Diese Geschichte mit dem Kriegsrecht, das ist, mein Gott, der hat jetzt carte blanche, der kann machen, was er Bock hat. Da muss man halt wirklich ein bisschen aufpassen. Ich habe also von den eben besprochenen Positionen das meiste raus von den 35%, was ich hatte im Depot übers Wochenende von Freitag an, bin ich jetzt wieder runter auf 15%. Und mehr will ich auch momentan nicht haben. Das ist mir einfach auch über Nacht im Moment wieder zu schwierig. Ich hatte kein Problem damit am Freitag, weil das sah richtig gut aus, vor allen Dingen mit dem Donnerstag im Rücken. Aber ich tue mich schwer damit. Und wenn ich da mal so 30 Euro mache bei LVMH, dann danke ich dem Herrn und mache sie glatt. Ich sehe nach wie vor nicht, dass wir Strecke machen hier mit dem Markt. Also Strecke heißt hier irgendwie so 14.500, sowas, ja, mal so 500, 600 Punkte.
sehe ich nicht als Strecke an. Was habe ich denn sonst noch hier? Die Unterstützung nach wie vor hier, das ist die blaue, 2.11., das ist 11.788. Aber das ist für mich für den Handel in den Tag hinein sehr wichtig, diese 12.361. Da muss man aufpassen. Aber dieser Shooting Star hier, der gefällt mir gar nicht. Ich muss meine Meinung ändern und werde das auch. Wenn wir über diesen Hochpunkt, der ist bei 12.931, wenn wir da drüber gehen mit der Stundenkerze und da schließen, dann muss meine Meinung ändern, aber solange der da ist, ist bei mir tendenziell eher Short angesagt. Ich möchte es mal auf einer 4-Stunden-Kerze zeigen. Das sind jetzt die 4 Stunden. Da haben wir, guck mal hier, genau hier, 20.09. bis darüber, das ist der Widerstand. Wir haben jetzt praktisch so eine Art Doppeltop, wenn man so will. Ja, und die Art und Weise, wie er heute hier gehandelt hat, gefällt mir gar nicht. 4 Stunden. Ja. Wenn das jetzt hier ein 10-Minuten-Chart wäre, da würde ich hier draufhauen bis zum Erbrechen. Aber das ist auch 4 Stunden. Das sieht auch nicht so toll aus. Baut sich hier ab, baut sich hier ab. Das ist nicht so schön. Hier habe ich einen, kommt auch, warte mal, hier ist es, genau. 12.356, das war am 14.10. um 20 Uhr. Ja, das ist jetzt also eine, sagen wir mal, Ex-Notizkerze. Ja. Da waren wir auch dahin und die verbindet sich mit der 12.361 aus dem Tageschart der 20-Tage-Linie. Wenn ich jetzt mal hier auf die Stunde gehe, da werde ich, glaube ich, jetzt nicht allzu viel sehen. Ja, die dümpelt jetzt hier so rum, die ist in so einer Art kleinen Flagge drin, die geht hier so runter. Und aber auch hier gilt, wenn wir die 12.932 überbieten mit einer Stundenkerze, ist das, was ich eben schon sagte, dann kann der nochmal weiterziehen. Dann ist die 13.000 eigentlich Pflicht. Aber ich werde, so positiv ich am Freitag insgesamt war, ich werde schon wieder vorsichtiger. Und der Markt, hier darf man keine Long-Term-Position machen. Es sei denn, ich sage, okay, ich habe keine Position, ich kaufe jetzt mal 5%. So, zu den Scheinen. Zu den Scheinen, wo sind die Scheine? Wo habe ich denn die Scheine? Da. So. Weil ich, was ich eben in Sartorius gesagt habe, vermeiden will, dass ich in der Nacht reinkomme und habe 1000 Punkte minus, für welchen Grund auch immer, von mir aus auch 1000 Punkte plus, wobei ich nicht wüsste, wo die herkommen sollten, möchte ich keine Option nehmen, die zu weit weg ist. Ich nehme hier in diesem Fall eine 12.068er. Da sind wir hier. Und ja, dann würde ich 700 Punkte verlieren und mich ärgern. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, eine, was weiß ich, 12, eine 11.800er nehme, verliere ich 1000 Punkte. Das ist einfach so, das ist meine Regel. Diese 12.068er, wenn man sie kaufen sollte, im Moment sehe ich keinen Grund dafür, gucke ich wieder auf die 4 Stunden, wenn sie positiv wird, ja, muss die raus bei 12.600, was habe ich gesagt, 31. Da muss sie raus. Und das ist mein Stopp. Im Moment sehe ich keinen Grund, aber das ist die Option, die ich kaufe, wenn wir über die 12.932 gehen mit Stundenkerze Schlusskurs. Das ist die GZ1P55. Als Put habe ich eingesucht, da muss ich, ja, vielleicht gehe ich mal, warte mal, ich gehe mal auf den Tag, da sieht man es ein bisschen besser. Wo sind die Scheine jetzt? Hier, da. Als Put habe ich mir ausgesucht 13.602, damit bin ich hinter diesem Zwischenhoch. Und hinter diesem Abwärtstrend, wenn der auch hier mit der Stundenkerze gebrochen ist, dann müsste ich den schließen. Im Moment gehe ich davon aus, dass wir das nicht machen. Wir gehen vielleicht dahin, aber wenn wir hier oben irgendwo sind, ist das der Put meiner Wahl. Momentan mit dem Hebel von 15, 13.602, das ist die GK9, Bertha Dora Xanthippe. Also ich finde, wie gesagt, ich habe jetzt alles wieder abgebaut, ich bin jetzt relativ klein, ich wäre jederzeit bereit, was dazu zu kaufen, wenn ich irgendwas Positives finde. Aber heute hier und jetzt, Mittwochabend 17:41 Uhr, drängt sich mir nichts auf. Worauf ich schaue, ist die Bayer, aber auch da ist noch kein Kaufsignal. Die waren gestern, waren die ganz gut mit über 50, aber dann lassen sie auch schon wieder los. Ich bleibe klein. Ja, es gibt andere Zeiten, um den Helden zu spielen, und ich habe es am Freitag gemacht und das war okay. Aber mehr muss ich hier nicht machen. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.